Den Naldo Radio Dance Mix live aus dem Mam Club zu Hollerisch. Hallo, also Thai. Schönen guten Abend, Michaela. Wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht's richtig gut. Ich freue mich auf den Auftritt später. Ja, wir uns auch. Und wir sind alle gespannt, was erwartet die Leute bei deinem Live-Set. Ja, auf jeden Fall eine Stunde. Wirklich tolle Musik, tolle Mixe, Haus, richtig guter Haus. Und ja, natürlich auch eine tolle Show von mir. Ne? Okay. Ein tolles Outfit, wie immer. Das Originalprogramm also. Absolut. Super, du bist sehr viel unterwegs. Ich habe mir deinen Terminkalender auf deiner Internetseite angeschaut. Also du bist ja überall quasi. Auch heute, du kommst jetzt von der CeBIT. Stimmt das? Genau, war gerade in Hannover auf der CeBIT, habe da ein bisschen die Bude gerockt und bin heute hier. Ich freue mich total, weil ich bin auch das erste Mal in Luxemburg heute. Okay, wie gefällt es dir bis jetzt? Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber jetzt muss ich sagen, echt cool, doch. Okay, wir werden jetzt ein bisschen die Sendung zusammen moderieren. Mal schauen, ob wir was über dich erfahren können. Ja. Und dann werden wir uns natürlich auch über die Musik unterhalten. Und ihr da draußen, kommt her an den M-Club, weil wir werden heute natürlich Party zu machen. Der Live-Set vom DJ Lamika an Dono auch Fotolounge. Ihr könnt euch mal Team fotografieren lassen für unsere Eldo-Radio-Wand und dann natürlich einen flotten Doofen tun. Also, viel Spaß bei denen. Mit der relaxer Nummer aus Eldo Radio. Michaela Schäfer, hallo. Hallo. Du bist super gelaunt, das freut uns natürlich. Für die Leute, die dich jetzt gar nicht kennen, wie könnte man dich kurz vorstellen, dass man weiß, ah, das ist die? Ja, ist eigentlich die, die sich immer nackig macht, ne? Dann weiß man eigentlich, wer damit gemeint ist. Ja. Ich war in verschiedenen Formaten, wie Germany's Next Topmodel, das Supertalent, Dschungelcamp. Mhm. Bin jetzt beim Promi-Boxen am 31. März. Okay, gibt es da schon eine Gegnerin, ist die schon bekannt? Ja, ist die Indira Weiß. Okay. Und gegen sie werde ich boxen, erfolgreich hoffentlich. Okay, bei Stefan Raab bist du auch öfters zu Besuch, kennt man auch sehr gut in Luxemburg. Was sind so deine nächsten Auftritte jetzt außer Promi-Boxen? Also im Moment konzentriere ich mich wirklich sehr auf Promi-Boxen, weil ich da sehr üben muss. Ansonsten, ich habe das manchmal gar nicht so auf dem Plan, muss ich ehrlich sagen, weil ja, ich jeden Tag woanders bin und ich sehr vieles vergesse. Aber am besten schaut man einfach auf meine Homepage unter Termine. Da kann man sehen, wo ich bin überall. Okay, mit dem Boxen. Hast du da Schutzanzug, Maske oder zwei Boxen? Nein. Das heißt, richtig in die Vollen? In die Vollen, genau. Oi, oi, oi. Okay, gut. Punkto Musik. Was hörst du für Musik privat? Privat höre ich eigentlich das, was ich auch spiele. Also kommerziellen Haus. Finde ich super. So DJ Antoine, David Guetta, Avicii. Finde ich total cool. Okay, Sachen, die Leute also kennen, wirklich kommerzielle Richtung. Ja. Und wie lange wird dein DJ-Set später dauern? Circa eine Stunde. Eine Stunde, okay. Also, wenn ihr dabei aus der Lust kommt raus an den Club, könnt ihr da ganz live hochgucken kommen. Freien Entree an Michaela Schäfer live on the Turntables. Okay, und bist du privat auch viel unterwegs oder sagst du jetzt beruflich mache ich so viel, ich muss manchmal auch mich zu Hause einsperren? Nein, das geht leider gar nicht. Ich arbeite jeden Tag, bin jeden Tag woanders und Privatleben gibt es im Moment nicht. Okay, das kann man sich denken, weil in den Zeitungen, Internet, besonders Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, weil auch Mallorca hast du jetzt viele Bookings, habe ich gelesen. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, Mallorca oder auch heute Luxemburg. Okay, super. Also, dann gleich hängen wir es rum. Mom, Michaela Schäfer, hier am Eldo Radio Dance Mix. Mikro mal in den Bulli. Schönen Abend. Eine ganz heavy Nummer vom Nicky Romero auf Eldo Radio am Dance Mix. Michaela Schäfer, hallo nochmal. Hallöchen. Ich habe da was gelesen, du darfst nicht mehr überall mit deiner, sagen wir mal, Uniform auftreten. Stimmt das? Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich darf überall so auftreten, wie ich gerne möchte. Überhaupt kein Problem. Da müssen sich die Fans keine Sorgen machen. Okay, du zeigst dich ziemlich nackt, aber nicht ganz nackt. Also nackt bin ich nie. Also ich lege nie nackt auf oder präsentiere mich die Nacktheit nur leicht bekleidet. Okay, und die Frauen wie Männer, reagieren die gleich darauf oder? Naja, die Männer sind natürlich schon ein bisschen provokanter, klar. Mhm. Aber es kommen auch immer mehr Frauen zu mir und sagen, dass sie es auch toll finden, was ich mache, dass ich so selbstbewusst bin und das so durchziehe. Das ist ganz cool. Okay, super. Wir sind also gespannt auf dich. Du musst dich jetzt nochmal kurz frisch machen für deinen Auftritt. Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir dich in rund einer Stunde hier auf der Bühne für das Live-Set. Ja. Dann, wir sind gespannt. Ja, ich freue mich. Super, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Out there on the dance floor, yeah, all the ladies gonna knock.
knock on my door. Gonna be the time of your life. We're gonna do it tonight. Do it tonight. Something's heating up, heating up. Go check my flow. Lady, meet me up on the VIP flow. DJ, speed it up, play it loud. Watching you the way you dance. Gonna be the time of your life.